Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Multi S. In letzter Zeit ziemlich viel Digimon Multi S Schichten, einfach weil ich pure Lust habe. Ja, ich habe noch etwas gemacht, wie man vielleicht oben im Farm Report Farm Live sehen kann. Dort fliegt ein Demi-Debimon namens Selim und schweben, hüpfen tut ein Keramon namens Absolut Kreativ Kera. Ich habe binnen einer halben Stunde von einem Gilmon zu einem Keramon gewechselt und ich habe in derselben halben Stunde ein Demi-Debimon mir besorgt. Ja. Eigentlich, ich wollte einfach nur mal gucken, wie diese Zurückdigitationskarte funktioniert und ich habe auszusehen natürlich in der Farm mit Pagumon gesprochen, weil ich dachte, hab nicht gewusst, dass er nochmal was labert und er hat jetzt nur erzählt, dass er in den Streaming Jungle will und hey, bring mich in den Streaming Jungle sagt, ja. Mehr wollte ich jetzt eigentlich auch nicht sagen, zeigen. Ja, also müssen wir jetzt in den Streaming Jungle. Wie gesagt, falls gestern keiner aufgepasst hat, gestern beim letzten. Das Spiel ist jetzt, also ab jetzt, blind. Ich kenne das, kannte es nur bis zum Kampf gegen, ja, genau, springen wir. Das ist also der Streamy Jungle, ja, ich werde jetzt spielen gehen. Pagumon, du willst doch jetzt nicht spielen. Ah, er ist weg, ich sollte ihn besser einfangen, ja. Pagumon? Ich könnte dich umbringen, dass du mir einfach wegläufst und ich sehe nämlich gerade mehr auf, als ich bräuchte. Egal. Ein Wormon und ein Terriermon und ganz viel Kleinvieh. Und noch ein Terriermon. Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist, ne? Ach, wie mir aufgefallen ist, wie ich im Rahmen meines großen Trainings rausfinden konnte. Man kann mehr als drei Digimon im Team mit sich rumschleppen. Es gibt doch so sowas wie Ersatzteammäßig. Ich habe eine Frage, und zwar, ob ich da welche mitnehmen soll. Wenn, dann würde ich mir Silim auf jeden Fall als Darkness-Typ mitnehmen und noch eins, das ich mir dann noch suchen muss. Vielleicht ein Gilmon. Ich weiß noch nicht, zu was es wird und ich habe keine Ahnung, wo Pagumon steckt. Ich glaube einfach mal irgendwo lang und schau einfach mal zu. Da ist es ja. Hallo Pagumon. Das ist eine Blume. Hä? Pagumon, was ist los? Nun, ich habe von dieser Blume gegessen. Warum beißt du in eine Blume rein? Mein Bäuchlein fängt an weh zu tun. Ich kann es nicht aushalten, ich werde sterben. Ich stehe mir gerade irgendwie vor, so ein theatralisch, ich werde sterben. Was muss ich tun? Was soll ich tun? Oh nein, oh mein Gott, und bla bla. Ich denke, er hat die Giftblume, die rein zufällig auch Giftblume heißt, gegessen. Hat er, was soll ich tun? Du musst, man kann das nicht mit einem normalen Atem heilen. Nicht eine Antidot, also eine Anti-Gegengiftnuss irgendwo gefunden im Streamy Jungle kann ihm helfen. Ah, eine Gegengiftnuss, okay. Mhm. Wie bescheuert muss man sein, um, einfach in irgendeine Blume reinzubeißen und, du wirst mich jetzt verlassen, ja, wir suchen nach einer Antidot-Nuss. Lügner, du lässt mich jetzt sterben, oder nein, das würde ich niemals tun. Du kannst mich nicht reinlegen, die alle sagen das und am Ende lassen sie einen alleine, mir egal, lass mich hier, wenn du willst und, bla bla bla, keine Sorge, wir kommen wieder, aber bla pi und warte, ja? Ich wusste, dass du was sagen wirst. Ja, aber beiß bitte nicht nochmal in diese scheiß Pflanze rein, ja? Okay, dann lauf einfach mal hier lang. Was ist das für eine scheiß Aufgabe? Ja. Okay, ich glaube, der ist ein... Hab ich den schon mal gesehen? Keine Ahnung. Hab jetzt gar nicht drauf geachtet. Ein Roachmon. Kam, glaube ich, in der Serie mal vor. Sasa, mach die platt. Gut gemacht. Wow, 17. Ja, ist auf demselben Level wie Murphy. Egal, komm, so viel Schaden haust du schon nicht raus. Hui. Dream das. Oh. Oh. Ups.
Das war jetzt kein Schaden, aber trotzdem nervig. Zack. Und verpillt. Ich kann jetzt wohl bauen. Guillotine. Wow. Sehr guillotine ich dann Angriff, ne, indem es keinen Schaden macht, einfach so. Diese Musik geht gerade zum Summen ein, weil ich keine Ahnung habe, was man dazu sagen kann. Weil wir schon so oft dieses Kampffenster gesehen haben. Gehen wir einfach mal hoch. Vielleicht ist da ja irgendwo eine Anti-Dot-Nut. Blödes Wort. Ich glaube, wir haben ihn noch. Wir sind ihm noch nie begegnet. Da ist wieder einmal ein Floramon. Vielleicht sollte ich ein Floramon mit ins Team nehmen. Beware of the beer, ne? Hi. Hallo, Gizimon. Hallo. Hallo. Aber ich greife jetzt mal die beiden an, weil Ding kann einschläfern und einschläfern ist blöd. Du bist ein Champion Level Ding, Mann. Mehr weiß ich über dich nicht. Ich weiß, dass du zum süßen Bär mit einer Cappy entstehst, aber mehr weiß ich wirklich nicht über dich. Irgendwie bist du ganz flauschig. Ja, der sieht doch flauschig aus. Und er macht Schaden. Etwas, was andere Digimon nicht können. Schaden machen. Critical! Oh, Schande hat der viel. Upsala. Lalala, einfach draufhauen. Lalalala. Ja, Schande hält der viel aus. Egal, ganz normal draufhauen. Bist du eigentlich ein Beast-Typ? Autsch. Okay, gerade Murphy hält das schon aus irgendwie. Na komm. Ich glaube, ich will einfach just das von Kera mitnehmen. Und das ist leider auch wieder ein Insider. Wobei das vielleicht nicht gerade abwegig ist, dass man, wenn man einen Andromon bei hat, vielleicht ein Keramon bei hat. Denn wie man vielleicht wissen sollte, ist ein Keramon ein Computer-Virus-Digimon und Hobby in Computern rumwurschteln. Und das ist schon wieder dasselbe Team wie gerade eben. Bin ich gut oder bin ich gut? Die hätten kreativer sein sollen. Mann. Versuchen wir jetzt mal in eine andere Richtung. Erstmal die beiden kaputt hauen. Autsch. Da waren es nur zwei, die nicht mal nebeneinander stehen. Wow. Ein Schadenspunkt. Wir versuchen es einmal mit Darkness Geo auf dich. Zip, peng, puff. 127. Mhm. Gut, ich hoffe, da reicht jetzt ein Strange Punch aus. Natürlich nicht. In seinem letzten Lebenspunkten greift es noch Jonas an. Wow. Fight. Ja, Strange Punch. Was sonst, ne? Duck. Es ist tot. Nein. Ihr Schweine. Was habt ihr denn gegen Murphy? Egal. Wobei Keramon auf seinem Mega. Keramon ist ja auch ein Darkness-Typ und kein Maschinentyp. Hätte Beelzemon als Mega, was eigentlich auch ziemlich cool wäre. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Also anbieten könnte ich euch natürlich jetzt als weitere Mitglieder im Team Beelzemon. Ich weiß gar nicht, was Demi-Devimon in diesem Spiel wird. Ein Floramon. Gegebenenfalls vielleicht auch aus Palmon-Digitationslinie raus. Ich weiß es nicht. Floramon wird sicherlich Kiwimon. Ich will mal eben ins Menü. Ich werde mich einfach nochmal informieren, was es so alles gab in diesem Spiel. Nein, die nicht. Ist die mal so. Und funktioniert das Ganze auch. Oh wow, Sasa hat nichts abbekommen. Wie schön. Was gibt's denn noch? Ein Holy-Typ-Digimon? Wie
Da will ich eigentlich... Ja, das käme aber erst sehr spät, sehr, sehr spät käme dann an Gewurmon, die ich dann aber zurückdigitiere und dann über die Kudamon-Line gehen werde. Ich habe keinen anderen Weg gefunden, an Slapemon ranzukommen, als über Angewurmon oder Marina Angemon. Ja, Darkness würde ich Keramon mit seinem Mega-Level Bielzenmon nehmen. Pflanze, keine Ahnung, wäre dann wohl Rosemon. Und ist ja wohl auch nicht gerade abwegig, dass ich Rosemon mit ins Team nehmen würde dann. Rosemon ist auch ein Charakter, der in den meisten Foren als der Charakter schlechthin wohl irgendwie ganz gut gegen den letzten Endboss sein soll. Also zumindest ist das Ganze jetzt nur, wenn ich auch wirklich paar weitere Mitglieder einfach so als Ersatz mitnehme. Also habe bei anderen Let's Playern gesehen, dass sie tatsächlich mehr als drei Digimon mit sich rumschleppen. Das frage ich jetzt einfach mal euch, meine lieben Zuschauer. Und warum hat das Wormon überlebt? Autsch. Oh. Autsch. Oh, macht doch keinen Schaden. Okay. Puh, schaffst du das? Schaffst du das? Schaffst du das? Ja, er hat's geschafft. Wer war eigentlich gerade dran? Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall ist Sasa ziemlich schnell, weil der kommt jetzt dran. Dann kommt Murphy, dann kommt wieder Sasa, dann kommt Wormon, dann kommt Jonas und dann kommt... Oh, auch wieder Murphy. Schade. Neat. Und bald ist Jonas wieder ein Level höher. Wie schön. Haben die eigentlich gerade jetzt Schaden genommen? Okay, ist nur eine... Truhe. Und nein! Mann! Ich bin gewählt! Rutschmann und ein Teriamann! Und noch ein... Oh, ein Lopmon! Was hat Lopmon denn eigentlich für eine Digitationsline? Lass mich überlegen. Auf jeden Fall Darkness. Ich wunder. Was bist du? Du bist Insekt. Insekt. Wormon hatte Wormon, Stingmon, Dino Bimon und irgendein anderes Insekten-Digimon. Wobei ich nicht weiß, ob ich uns unbedingt einen Insektentyp-Digimon im Team haben will. Und genau, ein ehemaliges Teriamon macht jetzt ein Lopmon-Bild. Zeig's ihm! Chill. Ja, also ich habe ja Maschine, Fisch, Biest. Ja, mehr gibt's, glaube ich, groß nicht. Ach, Drache gäb's noch. Ich überlege jetzt gerade Gemons Mega. Glaube ich, war Megidramon dabei in dem Spiel? Ich weiß, es ist Megidramon, glaube ich, oder verwechselt das mit einem anderen? Also wenn Gilmons Mega eins von denen ebenfalls Drache ist, dann würde ich dessen Mega ebenfalls mit auf die Liste setzen. Und hallo Kaluon, das Spiel hat sich diesmal nicht abgehangen. Wie schön. Und jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob Keramon schon wieder ein scheiß Level gestiegen ist. Es geht nämlich ruckzuck, wenn man so die XP von der Farm extrem expandiert, dann schmeißt man einfach ein... Ist das die Nut? Ich mache vorhin mal eben ein Self-State. Nein, das ist der, auf den ich gerade spiele. Da mache ich es da drauf. Hallo. Oh, was ist das? Es blinkt. Es ist eine Antidot-Nut. Warum auch immer sie blinkt. Wie ein Kuchen. Natürlich ruft Kalumon jetzt an. Kalu, Kalu. Ja, ist es. Wie siehst du das? So mit Kamerafunktion so da? Nun sollten wir uns meinen, zurück zu Pagumon zu kommen. Also ist das den Weg wieder zurück. Wow. Bestimmt ist Pagumon jetzt weg. Das kann ich mir sogar vorstellen. Und wenn das ist, dann weiß ich noch nicht, was ich mache. Boah. Blackwerker-Rukumon. Wie geil. Haben will. Einfach nur um des Abends willen. Glaub, da fahre ich mal ein paar härtere Geschütze raus, weil es ist ein Ultra-Level-Digimon. Okay. Okay, der Kampf ist gegessen. Das war's auch schon. Das war's auch schon. Ich glaube, ich mache heute mal einen längeren Part. Mache ich auch höhere Qualität? Keine Ahnung. Mal gucken, was Camtasia dazu sagt. Quatsch. Nee. Yay.
Was hast du im Dschungel verloren, Blackbear Garurumon? Hm, komisch. Ich glaube, ich musste hier lang. Und dann da runter und dann müssen wir schon fast da sein. Glaube ich. Da, da. Ein Wurmon, 225%. Ein Gizimon, 60%. Gizmon, Entschuldigung. Und ein Kuwagamon. Ich kannte schon vorher. Und langsam kommen die ja mit härteren Geschützen, wenn ich hier kämpfe, also, hm? Ja, so langsam kann man es Herausforderungen nennen. Aber mit der Zunge der Macht wird das schon irgendwie. Ja, komm, du kannst so deinen Punch, der Rest ist nicht so. Yay! Und nur mit wenigen HP hat das Ding überlebt. Charge. Om nom nom. Lecker, Jonas. Hm, schaffst du das, Jonas? Schaffst du das alleine? Schaffst du das schon? Kannst du das schon? Nein, natürlich nicht. Und Initiative down. Oh, doch nicht. Fadenschuss hat nicht getroffen. Ja, okay, Kampf gegessen. Ein bisschen Schaden genommen. Okay, kein Problem. Leafhelm, ein Blatthelm, ein Tarnhelm. Oh, wir gehen jetzt zum Militär. Da, 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 di. Da, da, di, da, da, di. Da, da, da. Ja, ich hab's gewusst, dass der dieses. Die Musik ist eigentlich der Hammer in dem Spiel. Also, der ist. Der Musik, genau. Und das ist jetzt schwer mit einem Gizmon. Beziehungsweise Grismon vom Grizzly. Warum spreche ich dich falsch aus? Egal. Du machst einen ganz normalen Angriff. Zack. Und dann machst du ebenfalls einen normalen Angriff. Zack. Jetzt ist Floramon tot. Plump, tot. Jetzt kommt. Das Küchenscham. Keller, also Gedigimon. Irgendwie fällt mir da jetzt gerade nur Andromeda ein. Egal. Sterb. Gepflegt sterben. Kampf, Strange Punch, 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 Falcon Punch. Ja, genau. Das ist auch das perfekte Spiel für Falcon Punch. Und du machst schon wieder Guillotine, weil es ja so viel unglaublich viel Schaden macht. Wobei ich glaube, dass Grismon vorher, so als ich hier das erste Mal durchgerusht bin, nicht dabei war. Ich glaube, das ist jetzt einfach dazugekommen. Ich weiß nicht, ob da welche dazukommen im Laufe der Zeit oder ob die einfach der Random Encounter von denen erst ab einem gewissen Zeitpunkt höher ist, weil. So oft bin ich noch nie auf einen Grismon oder überhaupt auf einen Black Bearman getroffen. Also wow. Vor allem so viele Champion-Digimon im Allgemeinen momentan gerade da. Und hey, hey. Und nein. Immer wenn ich gerade da runterklettern will. Oh, hi. Schon wieder du. Wie jetzt? Also im Blau gefällt es mir ja besser. Hm? Wow. 19. Wobei, in Schwarz ist eigentlich auch geil aus. Gibt's eigentlich auch Gururumon? Nur so als kleine Nebenfrage. Und ich mach ganz normal Angriff, weil ich nicht glaube, dass die 10% Stun hier auch wieder was sind. Du bist ganz normal Beast. Dann könnte ich das hier mal ausprobieren. Psch. Ja. 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 Das sah gut aus. Komm, schlag ihn. Ich hätte heilen sollen. Egal. Hui! Als nächstes steigt Murphy wieder ein Level. Komm runter da. Ich will zu Pagumon jetzt in diese Richtung. Ja, da ist Pagumon. Hallo! Du bist ja doch noch da. Oh, es tut so weh. Pagumon, ich habe dir die Antidot-Nuss gebracht. Du bist wirklich für mich zurückgekommen? Nee, war gelogen. Natürlich, ich bin dein Tamer. Beeil dich und iss diese scheiß Nuss. Leucht, leucht, leucht. Die sieht doch nicht sehr gesund aus. Um, 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 um. Ja, ja. Okay, die Bauchschmerzen sind weg.
oder Magenschmerzen oder keine Ahnung was Schmerzen. Wow, der Schmerzen von meinem Magen, Bauch, Darm, Trakt sind wirklich weg. Ich bin nicht froh, Pagumon. Ich habe nie Leute wie dich kennengelernt. Vielen Dank. Ich denke, ich fange an, dich zu mögen. Nein, bleib weg von mir. Ich meine, ich bin froh, das zu hören. Nun, ich habe genug erlebt für heute. Lass uns zurück zur Digifarm gehen. Sieht so aus, als würden wir bald Freunde werden. Nein! Mit Pagumon nach all dem. Ich bin froh. Ich nicht. Ach, jetzt dürfen wir zu Fuß wieder nach Hause. Ja, schön. Hätte er nicht so ein Warpfeld mitbringen können? Oh, irgendwie sieht das aus wie eine Giflor-Blume oder so. Giflor. Da hatten wir ein Giflor gepflanzt. Kann man ernten. Kommen Miraplaschbäuse raus oder so. Falsches Spiel, ich weiß. Wow, schon 20, 21 Minuten um. Egal, weitermachen. Ein Wormmon greift an und ein Terriermon. Und ein Lobmon. Nein, ein Terriermon. Wie schade. Hätte ja abwechslungsreich werden können. Nein, natürlich nicht. Jetzt hätten wir noch nicht so viele Terriermon und Wormmons gesehen heute. Zumal wir ein halbes Terriermon dabei haben. Ein halbes Terriermon, wieder schon flink. Wenn wir jetzt eh gleich wechseln, kann Jonas einmal schön mit Bunny-Pummel angreifen. Ich finde den Angriff irgendwie immer noch episch. Bunny-Pummel! Yay! Nochmal! Zweimal hintereinander. Reicht doch bestimmt einer aus als Feuerattribut und gegen Insekt. Klingt eigentlich ziemlich stark. Ich weiß es aber immer noch nicht, ob ich... Und Keremon? Ich frage mich, was das ist. Was findet Kira denn da? Aha, jetzt... Oh, 1000 Bits hat er gefunden. Die wird er jetzt alle aufessen. Oh Gott, er hat die gar nicht aufgefressen. Ah, schön. Keramon hat 1000 Bits gefunden und sie nicht selbst aufgefressen. Wie schön. Dann gehen wir jetzt auf die Digifarm und freuen uns seinen Arsch ab. Okay. So, wir sind zurück auf der Digifarm. Ich werde mich nun ausruhen. Wo denn? Du bist da oben nicht zu sehen. Ich hoffe, dieses Pagumon wird irgendwann mich richtig kennenlernen oder sowas. Oh, irgendwas kommt da. Was? Ich frag mich, was es sein könnte. Wer bist du denn? Ellie? Kennen wir uns? Hallo. Oh, ach, Ellie. Die Schwester von Phil. Oh, Ellie, was tust du denn hier? Nun, ich komme aus der Zentrale von meinem Bruder. Wir fragen uns... Wir machen hier mal eben kurz Halt oder sowas. Na dann komm gut nach Hause. Danke. Ich denke, ich werde... Anne, ist das deine Digifirm? Nee, ich tue nur so. Du hast eine sehr schöne Digimon-Farm. Ja, mit zwei Digimon und einem Pagumon, was nicht zu sehen ist. Oh, hi Pagumon. Was für ein komisch aussehendes Digimon ist das denn? Wird Pagumon genannt. Der war wohl nicht am Anfang, irgendwie konnte sich nicht einfügen oder so und jetzt hat er eben Vertrauen gefasst oder so. Oh, du musst wirklich ein sehr guter Tamer sein. Hi, Pagumon. Wer bist du denn? Kenn ich dich? Mein Name ist Ellie. Schön, dich kennenzulernen. Oh, okay. Schön, dich kennenzulernen, Ellie. What the fuck? Ist der nett? Hat einmal geholfen, schon total verändert. Wie cool. Hey, Pagumon, was ist das Problem? Du guckst mich so an. Irgendwas ist falsch. Siehst genauso aus wie Anne. So musst du eine gute Person sein. Nein, sie hat längere Haare als ich und der Rotton geht eher ins Magenta über, aber so genau wollen wir jetzt nicht sein, ne? Danke, du siehst aus wie ein gutes Digimon deinerseits. Ich denke, ihr zwei versteht euch gut. Was ist das denn? Hä, was ist das? Ist es nicht schön, es ist ein Starpiece. Mario Galaxy? Ich habe es irgendwo von einem Gottsohn erhalten. Es sieht lecker aus. Om nom nom. Oh no. Pagumon, du isst ja auch alles.
hat das Starpiece gegessen. Chom, 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 gulp. Und jetzt? Bagmon? Was hast du getan? Hä? Hab ich etwas getan? Aber ist es kein Essen? Nein, ist es nicht. Es tut mir leid, Ellie. Dein Item. Aber, keine Sorgen. Ich werde dich nun verlassen und scheiße. Ellie sah so aus, als würde sie gleich weinen. Ja, du dummes Ding. Hab ich etwas Falsches gemacht? Hab ich irgendwas zum Treten? Ich trete meine Flasche. So, okay. Okay, du hast etwas gegessen, was vielleicht sehr wichtig für sie war. Pagumon, bitte sei nicht so... bist du nicht auch traurig, wenn du etwas Wichtiges verlierst, was für dich... wenn du irgendwas verlierst, was für dich wichtig ist? Ja, ich habe... Ach, jetzt bitte losgehen, das Item finden und es ihr geben. Ja, begleitest du mich? Natürlich, ich denke, Ellie lag an dem... Packet-Swamp. Hat sie das gehalten? Wir sollten also auch mal da gucken gehen. Oh, wow. Okay. Dieses Pagumon gehört getreten, wie wir jetzt festgestellt haben. Und ja, wie im Video erwähnt... Überlegt euch, ob ich ein... Ich zeig das eben mal. Wie, Maus. Und zwar... Relief Digimon. Das sind die Ersatz-Digimon, die man hier reinsetzen kann. 3 Stück in der Zahl. Müssen natürlich auch nebenher mit trainiert werden. Aber würde äußerst praktisch sein, wenn ich dann irgendwann wüsste, welches Element welchem überlegen ist. Überlegen? Überlegen. Und zwar, wie gesagt, Pflanzentyp, Polytyp, Darkness-Typ... Insekttyp, Dragon-Typ, das sind so die Typen, die es noch gibt. Sagt einfach, was ihr meint und ja, ich würde dann für alles schon eine Idee finden. Ich und ja, wie gesagt, Keramon als Darkness-Typ, der die 100.000 Bits gefressen hat. Ja, und ich glaube, das reicht auch für heute. Ich speichere, damit ich es nicht vergesse. So, tschüss.